und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute eine Anleitung für euch, die habe ich 2018 schon mal gedreht. Da aber immer wieder Anfragen kommen, ob ich das auch ein bisschen ausführlicher machen kann, werde ich das heute nochmal machen. Und es geht um richtig süße Eierwärmer aus Wollresten. Das Ganze ist nach einer Anleitung von Susanne von Paula M. Die macht wirklich ganz, ganz tolle Strickanleitungen und ich empfehle dir da wirklich mal vorbeizugucken. Einen Link zu ihrem Shop packe ich unten mal in die Infobox und auch eine Verlinkung zu meinem damaligen Blogbeitrag. Da ist alles nochmal ganz ausführlich drin. So, dann geht es los. Also, du brauchst ungefähr 80 Meter oder knapp 50 Gramm Wollrest. Und ein Nadelspiel in Größe 4, eine Vernähnadel und wenn du Lust hast, einen Pompommaker, um oben eben dann noch eine Bommel drauf zu setzen. Und angefangen wird das Ganze natürlich mit dem Anschlagen von Maschen. Und da nehme ich immer eine ganz normale lange Nadel und schlage 28 Maschen an und verteile das Ganze dann auf das Nadelspiel, so wie jetzt hier. Dann geht es auch schon los und zwar, dass du 6 Runden im Rippmuster strickst, also eine Masche rechts und eine Masche links, immer im Wechsel. Das Bündchen ist damit fertig und sieht jetzt so aus und damit es sich nachher schön um die Mütze rumklappt, kommt jetzt eine Runde rechte Maschen. Danach geht es weiter mit einem Rippmuster, was aus 2 linken und einer rechten Masche besteht. Also hast du jetzt mit 28 Maschen eine Masche zu viel. Das heißt, in der Reihe strickst du irgendwo jetzt einfach 2 Maschen zusammen. Also los geht es mit dem Stricken des Rippmusters. Eine Masche rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts, 2 Maschen links, immer schön im Wechsel und das Ganze 19 Runden lang. Wenn du in der Runde mit den rechten Maschen vergessen hast, 2 Maschen zusammenzustricken, dann kannst du das natürlich auch hier in der Runde machen, in der ersten. Und ansonsten geht es jetzt munter drauf los, Reihe für Reihe und die Mütze wächst und wächst und kriegt auch so eine richtig schöne Struktur und ein tolles Muster. Du kannst natürlich hier auch ein bisschen variieren und das Ganze ein bisschen länger oder kürzer stricken, je nachdem, wie sie dir gefällt. Und ich habe das Ganze jetzt wirklich meistens mit Merino-Resten gestrickt und da muss ich sagen, das kommt alles ganz super hin und passt wirklich gut. In der nächsten Runde geht es dann mit den Abnahmen los und du strickst immer die eine Masche rechts und dann die 2 linken Maschen zusammen. Danach kommt dann eine Runde mit einer rechten und einer linken Masche im Wechsel und in der dann abschließenden Runde werden wieder immer 2 Maschen rechts zusammengestrickt. So, genau, also denk daran, du hast die ganze Anleitung auch nochmal auf meinem Blog. Der Link ist unten in der Infobox. Genau, denn das lässt sich auch ganz einfach nachlesen und dann hast du es schriftlich und dann strickt sich das Ganze auch einfacher. So, zum Schluss wird dann einfach die Wolle abgeschnitten und dann kommt die auf die Vernähnadel und dann einfach alles durch die Ösen durchziehen und zusammen machen und verknoten. Genau, das Ganze nach innen ziehen und dann den Faden verstecken. Und ich mag es dann immer ganz gerne, wenn die Mütze noch eine Bommel bekommt. Ich finde, das sieht immer echt süß aus und gibt dem Ganzen echt so einen niedlichen Touch, wie man das nennt. Ne? Da kann man dann auch verschiedene Farben kombinieren. Und du kannst natürlich auch während des Strickens hier verschiedene Wollreste kombinieren. Das ist auch überhaupt kein Problem. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. So,
So, da sind sie und ich finde sie wirklich total süß und das sind auch wirklich richtig coole Geschenke, die man auch ganz schnell, wenn man den Dreh raus hat, gestrickt hat. Genau, wenn dir das Video gefallen hat, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auch über ein Abo. Hier geht es ja auch eigentlich um Nähanleitungen, ne? Also stricken mache ich nur nebenbei. und ja, genau, bis zum nächsten Mal.